Überall, wo Leben ist, da ist Gott. Wo viel Leben ist, da ist Gott erst recht. Da wirkt es. Wo wenig ist, da kann er nicht wirken. Da hat er keine Durchschlagkraft. Und daher ist es wichtig, dass sie viel Lebensstrom, den Gott für uns bestimmt, den Gott jeden sendet, aufnehmen. Nur muss er, der Mensch, selbst ihn aufnehmen und kann ihn auch aufnehmen über seinen Körper. Damit hat er nicht was, sondern das geschafft, was Gott mit ihm überhaupt vorhat. Damit hat er sich schon so, er seinen Körper Beachtung schenkt, in den Dienste Gottes gestellt. Da beginnt er, dass er zum wirklichen Diener Gottes wird. Ich und du, wir alle haben einen langen Weg hinter uns gebracht, um gerade jetzt in dieser Zeit trotz verheerender Hindernisse präsent zu sein. Nicht ohne Grund und nicht ohne Wissen stehst du und ich gespannt auf unseren Fleck Erde und berühren mit unseren Herzen die Herzen aller Menschen. Ich staune von einer Überzahl von Liebe, was uns erreicht. Und lasse mein inneres Licht leuchten, um alle, die sich uns noch verbünden, Licht zu spenden. Wir leben in einer Zeit, an der wir erwachen müssen und zu begreifen, dass gerade dein Licht wichtiger denn je ist. Aus Liebe sind wir geboren. Wir alle sind Gottes Kinder. Wir tragen Gottes Merkmal in unseren Herzen. Und deshalb möchte ich meine große Liebe zu unserem Vater mit meiner göttlichem Licht erwidern und ihm kundtun, dass ich ihm gehöre. Nichts wird mich von ihm fernhalten oder trennen. Wird es nicht Zeit, sein inneres Licht zum Leuchten zu bringen? Wird es nicht Zeit, das schwere Gepäck, was uns am Leben hindert, abzuwerfen? Wird es nicht Zeit, dein Gegenüber die Hand zu reichen, um gemeinsam den Weg zu gehen? Wir alle, du und ich, jedes Grashalm, jedes Körnchen Erde, jedes Tröpfchen Wasser tragen die göttlichen Energien in sich, was uns gemeinsam zum Frieden dieser Erde führt. Ich bin für den Weltfrieden. Sei auch du ein Licht dieser Erde und lass es leuchten. Denn vergess nicht, wir sind alle Gottvaters Kinder. Gottes Kraft ist Macht.